hereinspaziert im Ortelhof und Da Vinci in Peuerbach. Ob Taufe, Hochzeit, Geburtstags- oder Firmenfeier, wir haben dafür die geeigneten Räumlichkeiten. Wir, die Familie Peham, sind auch Ihr kompetenter Partner im Catering-Bereich. Ob Hochzeiten, Firmen oder private Groß- und Kleinveranstaltungen, mit unserem Catering-Mobil verwöhnen wir Sie mit unseren kalten und heißen Köstlichkeiten, wo und wann immer Sie es wünschen. Ortelhof.com. Auto Püringer in Peuerbach, Ihr Spezialist für neu, gebraucht und Sportwagen. Viele Marken, faire Preise. Sie sollten uns besuchen. auto-püringer.at. Jochens Imbiss in der Bahnhofstraße 36a in 4722 Peuerbach. Dort, wo man sich trifft und auch bestens isst. Wirt Spaching in Niederspaching 8 4730 Weizenkirchen. Gutbürgerliche Küche und saisonale Schmankerl genießen Sie in der gemütlichen Atmosphäre unseres Hauses und auch in unserem wunderschönen Gastgarten. Wirt in Spaching.at. Schlagerfreunde, aufgepasst! Sommernachtsträume des Schlagers im Melodium Peuerbach. Samstag, 17. Juni 2023, Beginn 19 Uhr. Sichern Sie sich noch schnell Ihre Restkarten bei Elmar Rieger unter 0676 349 1100. Endlich wieder zurück, das große Heimspiel Open Air des SV Spar Hochhauser Pichl. Und das mit einer echten Sensation. Erstmals heißt es in Pichl Kabarett Open Air. Als Gast steht am 8. Juli 2023 mit Michael Mittermeier ein Superstar der Branche auf der Bühne. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten. Infos auf sv-pichl.at. Ich bin der Michael Reisinger und habe einen Traumjob. Ich bin Finanzexperte und Versicherungsprofi. Ich bin wir Pensionslückenrechner. Und für meine Kunden wie eine Suchmaschine, damit sie immer den besten Schutz haben. Ich bin ein Papa, Chauffeur und Reitlehrer. Ich bin Kundenberater. 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 Und Troubleshooter, wenn es meine Kunden mal brennt. Ich bin Finanzberater bei Wüstenrot und Abwechslung ist mein Job. Derby Time heißt es am 29. April 2023 in der Gunter-Mattig Arena Peuerbach. Denn in der 24. Runde der Landesliga West ist bei den Start der Sternekickern der SV Setterbad Schallerbach zu Gast. Die Schützlinge von Coach Erich Renner sind in den letzten Runden ihren Verfolgern davon galoppiert. 10 Punkte beträgt der Vorsprung des Leaders auf den zweiten Gmunden. Dazu kommt noch, dass die Traunsestädter ein Spiel mehr ausgetragen haben als die Hausuckviertler. Die auf der 11 eingepackten Peuerbacher haben vor einer Woche mit dem Heim 2:0 gegen Andorf allerdings viel Selbstvertrauen getankt. Ob das gegen den Tabellenführer stark genug ist, um für weiteren Punktezuwachs zu sorgen, das wollen in der Gunter-Mattig Arena weit über 300 Fußballfreunde live sehen. So mancher hat dabei sicher die 2:8 Klatsche vom Herbst im Kurort in seinen Gedanken. Damals wurden die Peuerbacher aber noch nicht vom Taktikfuchs Davorin Kabler gecoacht. Der hat mit seinen Jungs im Frühjahr nur beim 2:3 in Bad Wimsbach, wo die Niederlage in der 94. Minute besiegelt wurde, keine Punkte gesammelt. Gab's im Herbst in 14 Spielen nur 12 Punkte, so sagte man in den bisherigen 7 Rückrundenmatches schon beachtliche 10 Nüsse ein. Die 2 Dreier und 4 X ergeben in der Frühjahrstabelle Rang 7. Das ist richtig und das ist gut so. Wir haben letzte Woche Andorf da gehabt. Gott sei Dank 2:0 gewonnen. Die Woche kommt Schollerbach. Das wird natürlich heute ganz, ganz schwer. Schollerbach, wissen wir alle miteinander, ist eigentlich schon so viel wie durch und 10 Punkte Vorsprung, eigentlich so gut wie Meister. Unsere Mannschaft ist gut drauf und spielt immer bei 0:0 los und wir können heute nur gewinnen.
Auf seinem Platz sollte man in der Gontamatic Arena bei diesem Hausruckviertler Derby schon beim Anpfiff durch Schiri Kettelgruber sitzen bzw. stehen, denn die Kabler Schützlinge machen vom Anstoß weg mächtig Druck. Die über 300 auf den Rängen sehen diese Superaktion der Hausherren über die rechte Seite. Nach der landet das Runde bei Philipp Fumic und dann darf in der Stadt der Sterne nach nur 45 Sekunden auch schon gejubelt werden. Ein Start, wie er besser nicht laufen könnte, bringt der Union Peuerbach in der ersten Minute dieses Landesliga-West-Derbys die 1:0-Führung gegen Tabellenführer SV Setter Bad Schallerbach. Das Team von Erich Renner braucht aber nur gut 10 Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen. Der Freistoß von Fröschl aus gut 30 Metern ist aber kein allzu großes Problem für Heimpoli Bad. Näher dran am raschen Ausgleich sind die Kurkicker in der 18. Minute nach diesem Angriff über die rechte Seite. Beim Abschlussversuch von Celic fehlt dann nicht allzu viel zum 1:1. 5 Minuten später rollt der nächste Angriff der Setter Boys Richtung Heimheiligtum. Pascal Hofstetter dann mit einer Flanke der Marke perfekt und vor dem Badkasten hat Ivica Celic keine allzu große Mühe mehr, mit Köpfchen auf 1:1 zu stellen. Ja. 23. Minute, dieses Landesliga-Westspiel der 24. Runde beginnt wieder bei 0. Union Peuerbach 1, SV Setter Bad Schallerbach jetzt auch 1. Aber nur 60 Sekunden nach dem Anstoß hat die Kabler Mannschaft die Big-Möglichkeit, sofort wieder in Führung zu gehen. Nach einer ebenfalls pipifeinen Flanke von Oehlinger vor den Kasten von Gästekeeper Gruber versemmeln die Peuerbacher diese Hunderter. In der 37. Minute eine Ecke für das Heimteam von der rechten Seite. Fecic führt aus, ja, und dann gibt's in der Gontamatic Arena metallische Klänge zu hören. Der Unglücksrabe, der das Leder am langen Eck an die Stange knallt, heißt Message. Der überlegene Tabellenführer braucht zum zweiten Mal die Hilfe von Glücksgöttin Fortuna, um nicht wieder einem Rückstand nachlaufen zu müssen. Es läuft die zweite Minute der Nachspielzeit von Halbzeit 1. Plötzlich taucht Raphael Hofstetter mutterseelenallein vor dem Kasten von Heimtormann Fabian Barth auf. Die Gäste führen zur Pause mit 2:1? Nein, denn der Ex-Regionalliga-Kicker schiebt das Runde rechts am Eckigen der Peuerbacher vorbei. Da werden die Kabler-Schützlinge inklusive ihres Trainers in der Kabine ein paar Mal ordentlich durchatmen. Denn Sekunde nach diesem vergebenen Sitzer der Gäste ist vorerst einmal Schluss in der Gontamatic Arena. Schiri Kettelgruber, der bei diesem guten und kampfbetonten Hausruckviertler Derby eine solide Leistung abliefert, schickt die Teams mit einem 1:1 in die Kabinen. Für die über 300 gibt's jetzt die Zeit, über das Mega-Fußballfest in 14 Tagen am Samstag, den 13. Mai, zu plaudern. Das ist richtig, es tut sich zwar sehr viel in Peuerbach, wir haben sehr viele Events, unter anderem auch die Kommunale, die Ende Mai starten wird. Aber natürlich für Fußballfans wird der 13. Mai der Tag, wo man da sein muss. Es gibt um 14 Uhr schon das Damenmatch, um 16 Uhr dann das große Städtetürbe vom Bezirk Peuerbach gegen Christkirchen, wo man sich natürlich Chancen ausrechnen. Und dann gibt es ein Prestige-Fußballmatch um, glaube ich, 18.30 Uhr. Und zwar spielt da Jochens Imbiss gegen Wirt in Spaching. Und das ist natürlich auch sehr wichtig für die Stammtische bei den beiden, damit da dementsprechend, ja, es ist zwar gar ein Match, aber es geht eigentlich um sehr, sehr viel Prestige, ja. Und da gibt es ja einen Stadionsprecher, den man an und für sich sonst nur auf der Gemeinde antrifft. Ja, ich bin ja gern unter Leid und ich bin ja dort und da gerne mal auf Besuch bei dem einen oder anderen Wirt. Und irgendwie, wie es halt so ist, wenn man ein bisschen länger dort ist und über Gott und die Welt redet, hat mich halt der Franz Bubenicek mal gefragt vor ein paar Wochen, sagt der Roland, wir suchen noch einen Moderator, einen Plattsprecher.
Und ich habe dann gesagt, naja, nachdem es ein Gaudi-Fußballspiel ist und das alles jetzt nicht ganz so genau geht, konnte ich mir das vorstellen. Und darum werde ich am 13. Mai um 18.30 Uhr dieses Prestigeduell Würstelbude Jochen gegen Wirt in Spraching ein bisschen moderieren. Jetzt eine ganz schwierige Frage. Wer wird es gewinnen? Ich glaube, dass 3-3 ausgehen wird, das Würstelbude-Spiel gegen Wirt in Spraching. Nein, man muss schon sagen, der Grundstein kommt vom Jochen. Der hat ja schon vor 4 Jahren mittlerweile ein Spiel gemacht gegen einen befreundeten Kollegen von uns aus Karlham. Und das war damals so ein Renner und es war so ein großes Interesse da, dass der Jochen dann gesagt hat, wir brauchen wieder sowas. Und er weiß, dass es bei uns in Niedersprachen ein wenig eine Fußballszene gibt. Jetzt hat er uns praktisch ausgefordert, direkt das Duell. Wir müssen das annehmen. Selbstverständlich müssen wir es annehmen. Wie schaut es denn mit dem Training und mit der Ausstellung aus? Naja, ich meine, ihr wisst ganz genau, ihr seid Profis im Interview und dass der Trainer und auch der Sportdirektor oder auch nicht der, der es ausmacht, da überhaupt keine Details nicht sagen darf, überhaupt in keiner Weise. Aber nicht, um das Ganze zu dramatisieren, sondern um den sportlichen Wert hochzuhalten. Jetzt hat man aber schon gehört, von anderer Seite, Spione werden zum Training von Jochens Team geschickt. Naja, wir wissen ganz genau, in dieser heißen Phase, weil das ist ja mittlerweile in 15 Tagen ungefähr, darf man kaum mehr dran. Es gibt so nur immer noch Ängste, Informationsstopp nach außen, das ist ganz klar nicht. Und so machen wir das eigentlich auch. Wie wird es ausgehen? Ja, nein, also prinzipiell freue ich mich schon unendlich drauf, weil das im Vorfeld so viele Leute diskutieren. Alle wissen, ich meine, das ist jetzt sehr abdroschend, dieses Wort, wenn ich sage, Sport verbindet, weil gerade in der obersten Liga wissen wir, da geht es sehr viel um Geld und Intrigen und so, aber da unten in unserer Ebene ist wirklich Sport verbindend und das ist so ein Spaß, wie diskutiert wird am Stammtisch und bei den Vereinen, wie geht es aus und wen setzt es ein und wer ist bei Trainern und so. Ich konnte mal, weiß jeder, es ist der Spaß, der im Vordergrund steht. Und darum möchte ich auch das Ergebnis jetzt dazu nicht sagen. Natürlich gehen wir von einem Sieg aus, sonst würden wir nicht antreten. Na, großteils haben wir ja die Mannschaft schon benannt und wir wissen auch, wie wir es aufstellen. Aber wir sind ja nicht Bayern München, wir werden das nicht ausplaudern. Also das bleibt nur im Trainer seine Geschichte und meine. Und Mannschaft steht und Training ist ein bisschen schwierig, aber die meisten trainieren für sich selber ein bisschen, also die sind fit. Und durch das, dass sie alle schon ein bisschen öder sind, weiß ja jeder, wo er spielen muss. Also den brauchen wir nicht mehr viel erklären. Also das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Was aber ich gehört habe, Spionage wird betrieben von eurer Seite beim Wirt Spaching, wenn die trainieren? Ja, es gibt anscheinend auch, die schauen ein wenig zu. Aber wir lassen, uns ist das egal. Wir spielen so, wir stellen die Mannschaft auf und der Jesse und ich. Und wir spielen so und wir haben das, glaube ich, im Griff. Die entscheidende Frage, wie wird es ausgehen? Das ist schwierig. Ich hoffe, dass wir wieder das für die Zuschauer, dass wir viele Tore sehen. Und ja, der Jesse möchte sein Ding sauber halten, sein Westen. Und wir machen das möglich, vielleicht, dass wir gewinnen. Herr Rhein spaziert im Urtelhof und der Winch im Peuerbach. Ob Taufe, Hochzeit, Geburtstags- oder Firmenfeier, wir haben dafür die geeigneten Räumlichkeiten. Wir, die Familie Peham, sind auch Ihr kompetenter Partner im Catering-Bereich. Ob Hochzeiten, Firmen oder private Groß- und Kleinveranstaltungen, mit unserem Catering-Mobil verwöhnen wir Sie mit unseren kalten und heißen Köstlichkeiten, wo und wann immer Sie es wünschen. Urtelhof.com. Auto Püringer in Peuerbach, Ihr Spezialist für neu, gebraucht und Sportwagen. Viele Marken, faire Preise. Sie sollten uns besuchen. auto-püringer.at. Jochens Imbiss. In der Bahnhofstraße 36a in 4722 Peuerbach. Dort, wo man sich trifft und auch bestens isst. Wirt Spaching in Niederspaching 8 4730 Weizenkirchen. Gutbürgerliche Küche und saisonale Schmankerl genießen Sie in der gemütlichen Atmosphäre unseres Hauses und auch in unserem wunderschönen Gastgarten. Wirt in Spaching.at. Schlagerfreunde, aufgepasst! Sommernachtsträume des Schlagers im Melodium Peuerbach. Samstag, 17. Juni 2023, Beginn 19 Uhr. Sichern Sie sich noch schnell Ihre Restkarten bei Elmar Rieger unter 0676 349 1100.
0-0. Endlich wieder zurück, das große Heimspiel Open Air des SV Spar Hochhauser Pichl. Und das mit einer echten Sensation. Erstmals heißt es in Pichl Kabarett Open Air. Als Gast steht am 8. Juli 2023 mit Michael Mittermeier ein Superstar der Branche auf der Bühne. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten. Infos auf sv-pichl.at. Halbzeit 2 beginnt mit diesem Freistoß für die Heimelf. Die Ausführung von Fejic nicht schlecht, aber ein bisschen zu hoch angetragen. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt 2 Minuten. Bei den Gästen kommt nach der Pause Miljan Gurib für den Torschützen Message. Der 18-fache Saisontorschütze zeigt in der 52. Minute dann nach dieser Flanke von Stahlbauer auch gleich einmal, dass er immer dort ist, wo auch die Kugel ist. Nur 60 Sekunden nach dieser Aktion ist der Goleador der Rennermannschaft das nächste Mal relativ nahe dran an seinem 19. Tor. Apropos 19 Treffer, die hat bisher Daniel Bares vom SK Scherding als Führender der Torschützenliste auf seinem Konto stehen. Taktikfuchs Kabler hat seine Elf längst auf Kontermodus gestellt. Und nach diesem in der 65. Minute kann die Rennermannschaft gerade noch eine neuerliche Führung der Peuerbach verhindern. Stadelbauer rettet in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Kornfelder. Schallerbach bestimmt zwar das Derby, aber die großen Chancen hat Peuerbach bei den Gegenangriffen. So brennt es 20 Minuten vor Schluss das nächste Mal lichterloh vor dem Kasten von Gästekeeper Gruber. Aber auch der überlegene Tabellenführer der Landesliga West hat seine Top-Möglichkeiten auf das 2:1. So etwa nach diesem Stadelbauer-Corner in der 82. Minute. Und auch bei diesem Freistoß fast an der Outlinie sorgt der Herr der ruhenden Bälle 2 Minuten vor dem Ende für Gefahr vor dem Heimkasten. Es läuft die 2. Minute der Nachspielzeit. Da gibt's für die Kabler-Jungs noch einen Einwurf nahe der Cornerfahne auf der linken Seite. Ja, und nach dem zeigt sich die Gästeabwehr nicht von ihrer besten Seite. Und diesen Patzer nutzt Fedra Message gnadenlos aus. 92. Minute, die Gunter-Mattig-Arena Peuerbach ist jetzt ein Tollhaus. Die Union Peuerbach führt gegen den SV Setterbad Schallerbach mit 2:1 und ist drauf und dran, dem Tabellenführer die 4. Saisonniederlage zuzuführen. In der 94. Minute noch ein taktischer Wechsel der Heimelf. Philipp Fumic übertreibt dabei sein Zeitschinden. Auch nach Hinweis des Unparteiischen, das Spielfeld auf der näheren Seite zu verlassen, schindet der Peuerbacher Zeit und sieht dafür vom Schiri den gelben Karton. Nur den sah Fumic schon in der 43. Minute. Also kommt logischerweise der rote Karton hinterher. Sekunden später ist Schluss. Die Union Peuerbach gewinnt gegen den SV Setterbad Schallerbach mit 2:1 und fährt 3 ganz wichtige Punkte in Sachen Nichtabstieg ein. Kein wirklicher Beinbruch in Sachen Meistertitel ist dieser Nuller, aber auch für das Rennerteam, das nach wie vor mit klarem Vorsprung auf Rang 1 liegt. Für Peuerbach geht es in Runde 25 am kommenden Freitag nach Scherding zum SK und dann gibt es eine Woche später, am Samstag, den 13. Mai, den Fußball-Dreierpack in der Gunter-Mattig-Arena zu sehen.